Und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Überseeprojekt. Einen schönen Dienstag wünsche ich euch. Ja, wenn man rechts oben guckt, die Zeit ist etwas fortgeschritten und auch vom Geld ist etwas weniger geworden. Wir haben ja hier dann noch ein Silo. Das habe ich ein bisschen dekoriert. Also hier ein bisschen Blümchen, ein paar Büsche, Sträucher, ein Gartenzaun oder nur so ein Zaun. Ja, habe ich ein bisschen schick gemacht. Die Geräte, die paar Geräte, die wir bis jetzt besitzen, die stehen hier drin. Und was haben wir denn hier? Aha. Okay, was ist das? Ah, ein Kuhstall. Ja, ich habe mir den kleinen Kuhstall gegönnt. Das war... Tiere. Hier, das Ding. Für 45 Tiere. Wir haben gedacht, zuerst die Weide. Die kosten auch schon für 15 Tiere 75.000. Und da muss man ja Wasser auffüllen, weil die Kuhställe haben ja... steht das irgendwo drinnen? Nee, aber die haben ja schon das Wasser integriert. Und für den großen Kuhstall mit die 80 ist dann doch, ja, zum einen zu wenig Platz, weil der passt hier nicht hin. Ja, der kollidiert immer mit den ganzen anderen Objekten. Den könnte man theoretisch nur hier hinstellen, aber das fällt jetzt aufgeben dafür, ist ja auch nicht so klug. Deswegen ist es erst einmal für den Anfang der kleine geworden. Ja, da werden wir uns jetzt dann langsam mal ein paar Tierchen holen. Und dann bräuchten wir auch ein bisschen Equipment für. Beziehungsweise wir müssen uns überlegen, wie man dann die Tierchen versorgt. Wir brauchen ja ein paar Sachen, um die ordentlich zu versorgen. Zum einen Stroh, zum Einstreuen. Wir haben ja, ne, hier war das. Wir haben ja einen Strohballen. Aber mit denen springen wir nicht weit. Das heißt, wir bräuchten noch ein bisschen Stroh. Dann bräuchten wir noch ein bisschen Heu. Ich habe jetzt hier ein bisschen Gras gemalt. Weiß nicht, ob man das schon mähen kann. Ja, müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir halt ein paar Heubällchen kaufen. Und hier haben wir ja Mais. Das da hinten gehört nicht mehr uns, oder? Ah, gehört auch noch uns. Okay. Ja, da war, genau, da waren ja Zuckerrümchen drauf. Okay. So, dann gucken wir mal nach. Wir haben ja jetzt August. August. Ich weiß nicht, ob der nächste Tag schon September ist oder ob das Mitte August, erster Tag August. Wir spielen ja mit 3 Tagen. So, wo haben wir den Kalender? Das heißt, wir sind hier drinnen. Wir könnten jetzt dann Raps anpflanzen, bringt uns aber nichts für die Kühe, wenn dann nur Weizen oder Gerste. Das könnten wir dann im September anpflanzen, damit wir dann im nächsten Jahr wieder Stroh haben. Dann ist hier nur was zu ernten, das heißt, der Mais braucht noch bis zum Oktober zum Ernten und die Zuckerrüben auch bis zum Oktober, okay. Dann haben wir hier Baumwolle, brauchen wir nicht und ja, Gras könnten wir anpflanzen. Aber das wird dann eh erst schlagen, wenn hier der Mais und die Rüben runterkommen. Deswegen machen wir im Moment was anderes. Unser Feld. Wie schaut es mit unserem Feld aus? Oder unsere Felder. In dem Fall. Wir haben ja hier oben im Wachstum einmal den Mais und die Zuckerrüben. Die müssen gepflückt werden. Interessiert uns jetzt im Moment nicht. Das Feld müsste gekalkt werden. Ja, beim nächsten Mal dann. Das ist voll gedüngt. Genau, da haben wir das Unkraut noch weggemacht. Und das ist erst erste Stufe gedüngt. Mal gucken, ob wir da noch schaffen, noch eine Düngerstufe drauf zu ballern, sonst halt nicht. Ja, dann hätte man das mal gemacht. Hier unten müssten wir pflügen und das war's dann auch schon. Ja, aber das werden wir dann eh erst am nächsten Ingame-Tag machen. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt erst einmal. Wir haben noch 600.000. Es fehlt noch so einiges an Equipment, dass wir hier was zusammenbringen. Gucken wir mal rein beim Einkauf. Wir brauchen definitiv 4 Heu. Brauchen wir Mähwerk, Wender, Schwader. Das ist wichtig. Ballenpresse haben wir schon. Frontlader, Traktor haben wir auch alles. Bodenbearbeitungsgeräte fehlen da noch. Also da ist schon noch so einiges ausständig. Achso, eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Aber ich habe es ja auch in der Kanalbeschreibung reingepackt. Ich werde jetzt ein bisschen bei den Uploads, bei den ganzen Videos, ein bisschen was umstellen. Das heißt, es ist nicht mehr so wie bis jetzt, die erste Woche, dass eben am Montag ja die Bellerin kommt. So, dass ich rausbringe. Beziehungsweise Montag, Mittwoch,
Freitag und Sonntag war er bis jetzt Mont Pèlerin um 14 Uhr und dann hier auf der Elm Creek, also das Projekt Übersee, dann Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr. Ich habe mir gedacht, damit ich es ein bisschen einfacher habe, lade ich alle Folgen immer um 14 Uhr hoch, also zur gleichen Zeit. Und dann werde ich aber das umstellen, das heißt, ich werde die Folgen immer abwechselnd hochladen. Das heißt, am Montag ist ja die En Pèlerin um 14 Uhr veröffentlicht worden. Heute eben Projekt Übersee hier um 14 Uhr. Morgen am Mittwoch dann wieder En Pèlerin. Und übermorgen am Donnerstag wieder hier auf der Elm Creek. Das heißt, die letzte Folge in dieser Woche wird dann am Sonntag auf der En Pèlerin sein. Und dann beginnt die nächste Woche hier mit der Elm Creek. Weil eben diese 7 Tage, 2 Projekte ist eine ungerade Zahl, passt nicht. Deswegen eine Woche startet mit der französischen Karte und eine Woche mit der Elm Creek. Ich hoffe mal, es gefällt euch so. Oder euch passt das so. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie findet ihr es. So. Genug gequatscht, jetzt wird in die Hände gespuckt. Was haben wir denn? Wir haben noch immer das Novacat. Das ist halt schon krass reduziert. Das muss man schon sagen. Wenn wir irgendwas zu mähen brauchen, was haben wir da? Ja gut, das sind 6000, das ist nicht die Welt. Das kann man so machen. Weil die Geschichte ist ja, für das Pöttinger Novacat bräuchten wir dann das andere Pöttinger Novacat und da hätten wir dann 10 Meter, aber 160 PS und 70, ja, weit über 200, 230 PS. Das haben wir einfach nicht. Das muss man so sagen. Da wäre eher dann vermutlich die Kuhn-Kombination. Ja, die würde auch schon gehen. Wir haben ja keine steilen Felder, also 120 und 60, 180 PS. Was hat denn unser Traktor? Nee, hier. 170 PS im Moment. Wir wollten ja noch einen zweiten Traktor kaufen, also von dem her. Theoretisch könnten wir uns das die Kuhn-Kombination gönnen. Zu mähen. Aber in allererster Instanz werden wir jetzt erst einmal schauen. Die Tierchen haben wir jetzt im Moment noch nichts zu versorgen. Deswegen werden wir die Tierchen jetzt ein bisschen später kaufen. Achso, das wollte ich noch schauen. Irgendwo steht ja... wo ist das gestanden? Wir haben hier die Tränken. Das heißt, die haben hier anscheinend so eine automatische Tränke. Deswegen müssen wir kein Wasser füllen. Das müssen wir eben nur bei der Weide füllen. Okay, schön. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir es an. Und wie gesagt, die Bodenbearbeitung von unserem Feld, das machen wir dann am nächsten Ingame-Tag. Wir schauen uns jetzt einmal an. Was brauchen wir so? Wollte aber noch mal kurz reingucken. Hier stellen haben wir noch nichts. Was ist denn hier so los? Ein paar Düngermissionen. Ernten. Ja, es wären zwei Weizenerntemissionen. Da könnten wir uns ein bisschen Stroh mitnehmen. Weil ich habe ja auch das Ding drinnen, dass ihr das abgelegte Stroh dann von den Missionsfeldern uns holen dürfen. Da könnten wir zumindest mal ein, zwei Ballen pressen. So, ein bisschen Spritzen wäre da noch drin. Wir haben ja eine Spritze, ja. Das können wir später noch machen. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Equipment. Das heißt, für die Tierchen brauchen wir jetzt einen Tiertransporter. Das ist halt die Frage. Eigentlich, ich habe jetzt zwar das Roland Pack drin, eigentlich mag ich den Ding, Wilson Trailer nicht. Aber amerikanische Karre hier, passt das eigentlich ganz gut. Aber für den Anfang werde ich trotzdem mal auf den hier zurückgreifen. Da bringen wir auch 5 Stück Tiere rein. Und da werden wir uns den mal holen. Sollen wir jetzt schon? Wir haben ja eigentlich sonst nichts zu tun. Also können wir eigentlich schon mal anfangen. Wie waren denn die Anhänger? Die haben, glaube ich, die 100er gehabt, oder? Ja, 100 ZSR. Passt, dann machen wir das mal. Zuerst brauchen wir einen Tiertransporter. Der hat mit Kennzeichen, den meldet man natürlich an. Das wäre die 101 0. Die Ballenpresse hat, glaube ich, 1. Dann machen wir 102 ZSR. Okay. Ah. Vorne und hinten. Jo. Und dann haben wir schon einen Tiertransporter. Mal nachgucken. Ballenpresse hat, glaube ich, ein Kennzeichen, oder?
Ja, 101, dann ist es 102, passt. So, jetzt haben wir das. Dann brauchen wir... Wir haben ja gedacht, so ein zweiter Traktor. Wir haben ja den Zetor noch gekauft, weil er in ein Sonderangebot war. Als zweiten Traktor hätte ich eigentlich gedacht, irgendwas so amerikanisches. Entweder einen... so ein Case, den wollte ich mal ausprobieren. Der ist jetzt nicht übertrieben teuer, hat aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, oder? Ja. Was haben wir da? So knapp 170. Ja, so 190 PS kosten so über 100.000. Und wie schaut das aus beim Case? Der geht theoretisch auf bis 260 PS, aber das brauchen wir noch nicht. 200 PS kosten 119.000. So ein 7230er Pro, würde ich mal sagen. Reifenvariante, was kann der alles? Breitreifen, ja, ja, ja. Pflegebereifen könnte der auch. Brauchen wir jetzt nicht. Wir werden dann so Breitreifen raufballern. So ein ordentliches Arbeitstier mit 200 PS. Da geht schon was weiter, würde ich sagen. Trellebock schaut eigentlich ganz gut aus. Gefällt mir ganz gut. Da gibt es sonst noch was Interessantes. Michelin, Continental, Mitas, BKT, das sind schon wuchtige. Friedestein, Nokian. Hier gehen die Nokian eigentlich. Ja, nee, ich bleib bei Trelleborg. Das gefällt mir damit ein Breitreifen. Das gefällt mir gut so. So, Kennzeichen. Dann haben wir hier die 002. So, ZSR. Und da müssen wir immer vorne und hinten. Jupp, haben wir alles drauf. Dann kaufen wir uns das Ding. Perfekt. Und dann bekommt er natürlich auch noch ein Gewicht dran. So, was hat denn der? Der verträgt schon so ein... Also ein Tausender verträgt der schon, würde ich sagen. So. Und damit hätten wir schon... Mal nachgucken. Was hat der? Die 001. Ja. Ist der die 002? So, und da ist er. Da ist unser schickes Ding. Ja, Hupe ist jetzt nicht so, aber naja, passt schon. Ja, Sound ist gut, Sound ist gut. So, jetzt haben wir noch eine 500.000. Deswegen, jetzt müssen wir langsam haushalten, weil sonst müssen wir den Kredit früher als gedacht in Anspruch nehmen. So. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal. Düsen wir mal los. Zum Mitnehmen haben wir sonst nichts, dann düsen wir mal los. Ja, passt. Also vom Sound her passt das. Wir sehen auch, der hat 43 km/h, zeigt er hier digital an. Wir haben ja natürlich hier auf amerikanische Einheiten umgestellt. Naja, macht ja nichts. Rechts unten sehen wir eh, wir fahren 27 Meilen. Das sind halt dann die 43 km/h. Okay. Ja, jetzt haben wir zumindest mal einen zweiten starken Schlepper. Mit dem können wir schon ordentlich was reißen, würde ich sagen. Die ganzen Bodenbearbeitungen können wir mit denen sicher gut machen. Da ist der kleine Zetor, oder der kleinere Zetor, ist ja nicht wirklich klein, nicht so die erste Wahl, aber der Case hier, ja, der macht schon ein gutes Ding. So, dann düsen wir mal rüber und stellen wir das mal ab. Ja, mit dem Mais müssen wir uns noch schauen, dass wir irgendwo einen Fahrsilo dann platzieren müssen. Weil sonst kommen wir nicht zur Silage, also irgendwo bräuchten wir dann ein freies Plätzchen. Das könnten wir jetzt auch noch machen, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, bevor wir unser ganzes Geld ausgegeben haben. So. Oh, schön, schöne Beleuchtung. Perfekt. Ah, sogar Rundumleuchte. Schön. So, Fahrsilo. Wo haben wir sowas? Bauen. Silos. Da ist halt die Frage. So ein Ding, ja, das ist groß. Und so eins, das ist auch groß. Ah, das können wir nur hier irgendwo so hinpacken. Das ist halt die Frage, machen wir hier so ein Fahrsilo hin? Ne, da kommen wir nicht mehr rein. Da kommen wir nicht mehr rein. Hm. Machen wir hier sowas nebenhin. Oder? Hier irgendwo. Das könnte man machen, weil da kann man so hin. Ja, es ist halt eine knappe Geschichte. Oder? Wie sind die da? Die sind zwar kürzer, aber breiter. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Hm.
Oder? Nee. Willst du dich bitte in die richtige Richtung drehen? So. Oder kann man das hier so hin platzieren? Hier könnte man. Ja, das ist halt dann eine ziemlich knappe Geschichte. Oder gehört hier hinten noch was dazu? Nö. Also da schreibt man gerne in die Kommentare, wo soll man hier ein Fahrsilo hin platzieren, weil das ist dann eine schwierige Angelegenheit. Theoretisch könnte man dann sonst nur sowas probieren. Weil da hätte man einigermaßen Platz zum Rein- und Rausfahren, zum Durchfahren. Ja. Weil sonst sehe ich da schwarz. Sonst sehe ich da schwarz. Ja, also schreibt es gerne in die Kommentare, was soll man hier machen. Ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen neuen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.